Hallihallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ori and the Blind Forest. Das eigentliche Spiel haben wir schon durch, aber weil wir A, noch ein komplett neues Gebiet gefunden haben, was wir bisher übersehen haben, und B, neue Fähigkeiten bekommen, mit denen wir dann vermutlich den Rest erkunden können, mache ich noch ein paar Bonusparts. In der letzten Folge haben wir bereits dieses Gebiet hier großteils erkundet und müssen jetzt nur noch einmal da unten lang. Sesam, öffne dich. Und abwärts. Au. Das hat mehr wehgetan, als es sollte. Und das war einfach nur blöd von mir. Ich glaube, ich sollte da unten erstmal einen Soul Link setzen. Oh Gott. Autsch. Komme ich da rechts lang? Vermutlich erst mit der Fähigkeit von da links. Setz mir hier direkt ein. Speichern und hochlaufen. Oh Gott. Unsafe Zone ist gut. Das ist einfach nur der Horror. Okay, hier bringt es noch nichts zu sein. Ach, das heißt, Naro ist auch so eine Kreatur der Finsternis. Macht Sinn, sie ist schwarz. War das die Kugel, die wir vorhin gefunden hatten? Vermutlich. Oh. Ja, ich hatte sowas in der Art erwartet. Das macht es dann umso schöner, dass da Naro mir geholfen hat. Frau Kuro. Und ich vermute, jetzt bekommen wir die Fähigkeit, mit der wir diese Dinge anzünden können. Sol could cast a light, even if the dark she would see. She lived deep in this grove, now she rests here in peace. Wir bekommen jetzt auch das Licht. Achso, muss ich nochmal X drücken. Ups. Light Burst. Aha. Das ist Light Burst, okay. Deswegen sind die Dinge auch immer an so unmöglichen Stellen versteckt gewesen. Es ging gar nicht darum, da hinzuspringen. Das Ziel werfen.
Okay. Moment, knapp. Ah. Kannst gedrückt halten. Achievement unlocked. Das System gefällt mir. Ah, und du hast auch aufgehört. Das ist gut. Ich kann das auch nach links und rechts erweitern. Okay, ich verstehe. Ah, ich habe vergessen, dich anzuzünden. Ups. Ich dachte, ich hätte getroffen. So. Damit kann ich jetzt dem... Fuck. Wenn ich mich nicht so dämlich anstelle, kann ich damit demnächst weiterkommen. Hui. Ability Cell. Yay. Dann also wieder zurück. Au. Gut, dass ich da noch einen Punkt gesetzt habe. Ich dachte irgendwie, du wärst ausgeschaltet jetzt. Auf jeden Fall eine coole Fähigkeit. Okay, ich kann das auch einfach schnell antippen und komme so dann zu Gegnern. So. Ich mitnehmen. Und direkt den Punkt ausgeben. Oh, ich habe ein paar zu viele gesetzt, glaube ich. Was nehmen wir? Cinderflame? Ah, Cinderflame. So, und als letztes kommen dann die Sachen alle. Ey. Erst nach rechts. Autsch. Kann sein, dass sie sich... Ich weiß echt nicht, ob dieses Ding jetzt hier, also dieses Gebiet nur in der Definitive Edition oder generell in Ori drin ist. Also ich könnte mir beides vorstellen. Oh, das Ding braucht Energie. Ups. Da habe ich es verschwendet. Da habe ich es sehr stark verschwendet. Hört mich mal kurz. Danke. Ah. Und das merke ich erst jetzt. Ich dödel. Aber dieses Gebiet scheint schon für höhere Level zu sein. Zumindest sind die Gegner hier stärker. Ah. Thank you.
nicht ganz, was ich erhofft hatte, aber okay. Hätte ich das hier draufschmeißen müssen? Vermutlich. Egal, ich bin auch so rübergekommen. Und da lang. Au. Abwarten und los. Au. Aua, ich habe nur noch ein Leben. So. Und auch wenn ich mein Leben gerne, mein Mana gerne behalten würde. Ich kann ja einfach sterben, wenn es mir ausgeht. Wisst ihr was? Tötet mich mal kurz. Danke. Autsch. Ich schaff das. Ich schaff das. Problem gelöst. So war das hier gedacht. Da bin ich mir sicher. So, und runter. Aha. Ich vergesse immer die Tatsache, dass ich ja zwei Gegner gleichzeitig angreife. Das war falsch gedacht von mir. Komm. Danke, hat auch mehr als genug Versuche gebraucht. Moment, nochmal zurück. Und nochmal. Ich halte mich einfach in der Luft, indem ich an euch abspringe. Und erstmal heilen. Au. Heilen. Und abwärts. Hat er gerade Probleme, das Gebiet zu laden? Ich schätze ja. Diesmal irgendwie nicht. Wobei ich aber zugeben muss, das Gebiet sieht schon ganz anders aus. Au, 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 au. Luft holen.
Abwarten. Ich kann übrigens unter Wasser den Dash nicht einsetzen, das habe ich mich auch gerade gefragt. Moment. Charge Dash. Und wenn ich jetzt dashe, dann ist der Dash stärker. Weil es ein Charge Dash ist. Ich verstehe. Nope, ich warte nochmal. Und jetzt. Au. Du empfiehlst mir jetzt also, den aber zu benutzen, um da hochzukommen? Scheinbar ja. Autsch. Bitte sag mir. Moment, kurz mal überprüfen. Jo. Aber ich sehe, der Charge Dash, der kostet mich tatsächlich was. Ist schwer zu verstehen, was jetzt was kostet und was nicht. Perfekt. Und ich glaube, die Aufgabe ist jetzt dann noch einen hinzuschmeißen. Ach, nö, die Aufgabe wäre gewesen. Nevermind. Hat ja schon geklappt. Ah, ich hätte dann hier dann damit rüberspringen müssen. Ich glaube, ich bin schon froh, dass ich das mache, wo ich schon den Sprung habe. Dich da umdrehen. Und du bist auf. Perfekt. Und du gehst wo auf? Oh. So. Der letzte Teil von Nahus Geschichte. Okay. They are gone from our forest. There's no time to grieve. Remember those who have passed, and they will forever live on.
Jetzt wissen wir es. Oh. Alles klar. Ich glaube, dann beende ich an dieser Stelle auch mal diese Folge. Ja, wir sind passend bei 20 Minuten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.